Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit 5 Fakten über Paiko Han. Dann lasst uns direkt anfangen mit dem ersten Fakt. Und zwar wurde Paiko Han von Akira Toriyama persönlich designt. Hier seht ihr diese Zeichnung und Akira Toriyama hat auch für das Anime-Team ein paar Notizen dazu gemacht, wo steht, dass sie für die Gesichtsausdrücke von Paiko Han Piccolo als Vorbild nehmen sollen. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Fakt. Und zwar wurde im Juni 2017 in einer V-Jump-Ausgabe die Leser gefragt, welcher Krieger Buu ersetzen sollte für das Tournament of Power. Und das Ergebnis der Umfrage war, dass die Mehrheit der Leser der V-Jump dafür gestimmt haben, dass Paiko Han das letzte Mitglied im Team Universum 7 sein soll. Und was sagt ihr dazu? Hättet ihr es gefeiert, wenn Paiko Han anstelle von Freezer beim Tournament of Power mitgekämpft hätte? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Kommen wir zum nächsten Fakt. Und hier geht es um Paiko Hans Namen. Denn Paiko Hans Name ausgeschrieben bedeutet auf Japanisch Schweinerippchen mit Reis. Und Schweinerippchen und Reis sind auch Bestandteil einer taiwanesischen Speise mit dem Namen Paiko Fan, was sich ja auch so anhört wie Paiko Han. Im Englischen hingegen ist sein Name Paikon, was sich von Pekan ableitet, was Englisch ist für Pekanus. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Fakt. Und zwar ist Paiko Han ein Charakter, der von Akira Toriyama extra für den Anime entworfen wurde. Das heißt, er taucht auch nur im Anime auf und nicht in Akira Toriyamas Originalmanga. Dazu gibt es auch noch was Wissenswertes. Und zwar soll ja Dragon Ball Kai eine manga-orientiertere Version von Dragon Ball Z sein. Allerdings taucht Paiko Han dort trotzdem auf. Und zwar in der Buu-Saga sieht man ihn im Jenseits. Aber die Jenseits-Turniersaga, die es in Dragon Ball Z gibt und wo er auch vorkommt, gibt es in Dragon Ball Kai nicht. Dann kommen wir auch schon zum letzten Fakt. Und zwar existiert in Dragon Ball Heroes eine Verwandlung für Paiko Han mit dem Namen Super Paiko Han. Diese Form unterscheidet sich äußerlich wenig von seiner Originalform. Lediglich seine Klamotten sind anders und ähneln denen des westlichen Kaios. Außerdem hat er auch noch 2 Striche, die unter seinen Augen verlaufen. Und was außerdem noch erwähnenswert ist, ist, dass er in dieser Form keinen Heiligenschein mehr hat, was darauf hinweisen lässt, dass er vielleicht wiederbelebt wurde. Er soll diese Form wohl erreicht haben, nachdem er mit Meister Kaio trainiert hat. Und was haltet ihr von dieser Form? Ich persönlich finde sie ziemlich cool, aber lasst uns eure Meinung unten in den Kommentaren wissen. Das war's dann auch schon mit dem Video. Wir hoffen wie immer, dass es euch gefallen hat. Lasst uns ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Lasst uns in den Kommentaren wissen, was für Videos ihr noch sehen wollt. Und wie immer sehen wir uns im nächsten Dragon Ball Video.